Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Waldmann, schönen guten Morgen. Ich versuche Ihnen heute die Brücke zu spannen in den Bereich, wo wir uns versuchen, mit der Schlafapnoe Diagnostik und Therapie hinzuentwickeln. Weil wir haben so ein bisschen zum einen das Problem, ich komme gerade aus dem Schlaflabor, das ist aber etwas knapp dran, wir hatten heute Morgen offen, weil wir haben im Moment 7 Monate Wartezeit auf einen Schlaflaborplatz, was mich schlecht schlafen lässt, weil es irgendwie nicht sein kann, dass man für eine wichtige Diagnostik und Therapie 7 Monate wartet. Das ist das eine. Das andere ist, wir sehen viele Patienten nicht im Schlaflabor, weil die Patienten schon gar nicht zu uns kommen, weil sie das Gefühl haben, Schlaflabor heißt Maske oder stirb. Okay? Viele Hausärzte empfinden auch ein Schlaflabor als eine Maskenmanufaktur. Es kommen Menschen ohne Maske ins Schlaflabor rein und kommen mit einem Maskenball zurück. Ja? Und das ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen in der Schlafmedizin, dass es klarer wird, dass wir versuchen, Patienten zeitnah ordentlich zu betreuen, gut zu behandeln, aber auch eben der Diversität der Patienten Rechnung tragen und verschiedene Therapieansätze haben. Und der letzte Punkt, wie Sie am Hochdeutsch hören, bin ich Urschwabe und damit gucken wir auch aufs Geld, dass wir auch was Gescheites damit machen, ist natürlich auch die Frage, dass wir im Moment davon ausgehen, dass nach einem Jahr ungefähr 30% der Patienten die Maske nicht mehr tolerieren. Die Frage ist, macht es dann Sinn oder gibt es neue Ansätze, wo wir vermeiden können, hier Ressourcen zu verbrauchen und eventuell andere Ansätze zu finden? Da möchte ich es heute Morgen so ein bisschen durchführen. Und das, was ich gerade schon versucht habe, darauf hinzuweisen, ist, das Problem der Medizin im Moment ist, Sie können irgendeine Diagnose nehmen, irgendeine Diagnose. Und Sie haben eine Bevölkerung mit dieser Diagnose. Und unser Ziel, es wird uns zwar manchmal abgesprochen als Ärzte, aber unser Ziel ist eigentlich, dass die Patienten in dieser Gruppe hier landen. Das heißt, dass die Intervention, das muss kein Medikament sein, das kann auch eine Physiotherapie sein, das kann eine Operation sein, egal was, aber dass diese erfolgreich ist und keine Nebenwirkungen haben. Das ist eigentlich unser Ziel einer Therapie. Wirkung ohne Nebenwirkung. Ja, das wäre das Optimale. Aber nur ein Teil der Patienten kommt in den Genuss. Ja? Und ein Teil der Patienten hat sogar ein recht schlechtes Outcome, weil denen bringt die Intervention nichts und sie spüren nur Nebenwirkungen. Ja, also bei denen haben wir sozusagen unsere Ressourcen eigentlich verschwendet. Und das ist das Ziel der modernen Medizin, das zu vermeiden. Und dieser Ansatz heißt Präzisionsmedizin. Das ist eine Weiterentwicklung der personalisierten Medizin, wo wir eben versuchen, Therapieansätze zu finden, dass wir von vornherein den richtigen Patienten richtig diagnostizieren und mit der richtigen Therapie versorgen, um damit Ressourcen zu sparen, aber auch Patienten besser bei ihrer Therapie zu halten. Weil wenn man 2, 3 Therapieversuche macht, die negativ sind, ist man frustriert und wird damit auch häufiger eine Therapie nicht mehr fortführen. Wichtig ist, dass man dabei versucht, den Patienten zu sehen, nicht nur mit seiner Genetik, die heutzutage überall in Forderung gestellt wird, sondern auch mit seinem sozialen Umfeld, den Umwelteinflüssen, auch letztendlich anderen Erkrankungen, anderen Charakteristiken und dadurch sozusagen versucht, individualisierte Lösungen zu finden. Ziel wäre es sozusagen, dass wenn wir eine Gruppe haben an Patienten, zum Beispiel Schlafapnoe-Patienten, dass wir nicht mehr alle gleich behandeln, sondern dass wir eben finden, wer kommt mit welcher Therapie gut zurecht und das von vornherein oder das eben von vornherein vorhersagbar machen. Und das heißt eben Präzisionsmedizin oder auch P4-Medizin. Das P4-Medizin kommt aus dem Englischen und es hat noch einen wichtigen Ansatz, den moderne Medizin braucht aus meiner Sicht. Das eine ist, habe ich Ihnen gerade schon gesagt, wir versuchen zu personalisieren. Wir versuchen, individuelle Therapiekonzepte zu bekommen. Das gibt es heutzutage schon sehr viel beim Krebs, wo man versucht, durch Gewebeproben, zum Beispiel beim Lungenkrebs, versuchen wir durch Gewebeproben herauszufinden, was das für eine Art von Tumor ist und für welche Therapie er anspricht. Ja? Daher kommt das Therapiekonzept. Wir können es aber auf viele andere Bereiche auch übernehmen. Das andere ist, wir versuchen, prädiktiv zu sein, wir versuchen, vorherzusagen, welche Therapie die richtige ist, aber auch, was sie dem Patienten bringt. Ja? Also nicht nur zu sagen, die hilft Ihnen, sondern auch die hilft Ihnen bei dem oder dem oder dem. Das andere ist, wir sollten mehr präventiv denken. Ja, wir sollten mehr daran denken, Erkrankungen zu vermeiden, als ihnen hinterher zu rennen, weil wir wissen, auch zum Beispiel bei der Schlafapnoe, wenn wir nur die Schlafapnoe behandeln und nicht gegen andere Sachen präventiv vorgehen, haben wir schlechte Karten, zum Beispiel was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Und das ganz Wichtige in der modernen Medizin ist, dass Participatory steht für den Patienten teilhaben lassen. In der modernen Medizin möchten die Patienten an ihrer Therapie teilhaben. Sie möchten an ihrer Therapieentscheidung teilhaben, an ihrer Therapiegestaltung. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Patienten einbinden wollen. So, jetzt könnten alle, die noch nicht eingeschlafen sind, könnten sagen, schön geredet, wieso brauchen wir das in der Schlafmedizin? Ja, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir nicht noch mehr Schlaflabore zum Beispiel? Ja? Nun, der Hintergrund, warum wir das brauchen, ist,
dass wir immer mehr lernen, dass Schlafapnoe, wenn wir die Prävalenz, die Häufigkeit in der Bevölkerung anschauen, dass es eine Massenerkrankung ist. Ja, dass es nicht diese 2 oder 4% der Frauen und 4% der Männer sind, wie wir früher dachten, sondern es gibt neue Daten von dem Kollegen Raphael Heinzer aus der Schweiz, aus Lausanne. Also vergleichbar, denke ich, zu deutschen Patienten. Vergleichbar vom Altersspektrum, vergleichbar von den Risikofaktoren. Die Schweizer rauchen noch deutlich mehr als die Deutschen. Aber ansonsten ist das recht vergleichbar. Und wenn man sich das anschaut, sind das Häufigkeitssäulen für Schlafapnoe bei Männern und bei Frauen. Ja, und was da eben rauskommt, ist, dass bei den Männern, schon bei den unter 60-Jährigen, jeder vierte bis dritte eine relevante Schlafapnoe hat. Und über 60 Jahre jeder zweite. Ja? Ja, bei Frauen, wo man dachte, das wäre deutlich seltener, selbst vor den Wechseljahren über 10% betroffen und nach den Wechseljahren zwischen 20% und 30% betroffen. Ja? Also das Problem ist deutlich größer, als wir es früher gemacht haben. Der Hintergrund ist der, dass wir früher vom Schlafapnoe-Syndrom gesprochen haben, also von Schlafapnoe zusammen mit Tagesschläfrigkeit. Wir lernen aber immer mehr, dass Tagesschläfrigkeit nur ein Merkmal davon ist, dass man Schlafapnoe hat. Es gibt, die meisten Patienten haben keine Tagesschläfrigkeit. Ja? So ähnlich beim Herzinfarkt können Sie auch Brustschmerzen haben, Sie können Armschmerzen haben, Sie können Luftnot empfinden, Ihnen kann es übel sein, Sie können auch da unterschiedliche Beschwerden entwickeln. Das geht auch bei Schlafapnoe. Nicht jedes menschliche System reagiert gleich auf den nächtlichen Stress. Wenn wir in der Studie gucken, dann haben nur 10% der Schweizer, die eine relevante Schlafapnoe hatten, ein Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, 90% haben andere Beschwerden. Und das, wir lernen da sehr viel von kleinen Ländern. Der Vorteil an kleinen Ländern ist, kleine Länder haben zentralisierte Gesundheitssysteme mit einer sehr guten Datenerfassung, die man sehr gut aufarbeiten kann. Und zum anderen haben die auch sehr gute sogenannte Kohortenstudien, wo man Bevölkerung sich anschaut. Das sind Daten aus Island. Und die haben zum Beispiel auch gezeigt, wenn die ihre Schlafapnoe anschauen, dann hat nur ein Drittel ungefähr eine Tagesschläfrigkeit. Ein Drittel sagt eigentlich, ich merke eigentlich nichts. Ja? Und ein Drittel berichtet eher über gestörten Schlaf. Also ich kann nicht schlafen. Ja? Heute Morgen hatte ich auch eine Patientin bei uns, die sagte, Herr Doktor, letzte Nacht habe ich 10% geschlafen. Sie hatte 70% geschlafen, aber sie hatte 30 Atmungsstörungen pro Stunde. Also fühlt es sich für sie an wie 10% Schlaf. Ja? Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, weil wie gesagt, das Empfinden von Schlaf kann falsch sein. Und hinter gestörtem Schlaf steckt eben auch oft obstruktive Schlafapnoe, insbesondere bei Frauen. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass nicht jeder obstruktive Schlafapnoe-Patient gleich ist. Ja, ist auch wichtig, viele hier arbeiten hervorragend in einer Selbsthilfegruppe, das ist eine wichtige Unterstützung für unsere tägliche Arbeit im Schlaflabor. Aber es ist wichtig, dass wir auch da uns klar machen, dass nicht jeder Patient die gleichen Beschwerden hat und gleich anspricht auf eine Therapie. Ja? Also wenn da irgendwie der Herr Meier zum Herrn Schmidt sagt, Mensch Schmidt, stell dir nicht so an, bei mir hat es auch geklappt. Ja, das kann schon sein, dass das bei dem anders ist. Ja, das ist wichtig. Na? Wichtig ist, schwieriges Bild, einfache Nachricht. Es gibt ganz viele auch verschiedene Ursachen, warum Schlafapnoe entsteht. Ja? Heute Morgen, wenn Sie mit mir mit der Visite durch Schlaflabor machen können, da war der Nummer 1 Faktor natürlich, warum Menschen Schlafapnoe haben. Die Menschen sind zu klein für ihr Gewicht. Ja? Und wenn sie zu klein für ihr Gewicht sind, ich arbeite in Blaubeuren, wenn Sie da einem Menschen sagen, dass er adipös ist, der geht direkt wieder zur Tür raus. Ja, von daher, also in Ulm genauso. Ja, deshalb, bei uns sind die Patienten nur zu klein für ihr Gewicht. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, das zeigt ja auch verschiedene Optionen an. Sie könnten ja auch wachsen. Ja, es geht ja auch. Von daher, also ist mir ehrlich gesagt persönlich wurscht. Hauptsache, Sie machen es besser. Ja, aber das ist sicherlich das Hauptproblem, was wir sehen. Aber es ist keine reine Erkrankung des Übergewichts. Das sind ungefähr 2/3 der Patienten. Ein Drittel der Patienten hat andere Probleme. Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch Jugendliche, die Schlafapnoe haben, weil sie einfach einen kleinen Unterkiefer haben. Ja, einen minimal ausgeprägten Unterkiefer. Wir wissen, dass bei Frauen die Wechseljahre, die Hormone eine entscheidende Rolle spielen. Ja, wir wissen, dass das Alter eine Rolle spielt mit Muskelschwund und Änderung der Fettverteilung im Körper. Das heißt, wir haben verschiedene Ursachen, die zu einer Schlafapnoe führen. Im Moment ist aber eigentlich die Therapie so, dass CPAP ja alle Probleme löst und wir das damit machen. Aber vielleicht müssen wir da auch unser Denken etwas erweitern und gucken, wo ist das Problem. Wir machen es ja teilweise bei jungen Erwachsenen oder auch bei Kindern, indem wir kieferorthopädische Maßnahmen machen bei Kindern oder bei Erwachsenen Kiefer operieren. Ja, wenn der sehr klein ausgeprägt ist, um die Schlafapnoe zu beheben.
Vielleicht müssen wir in die Richtung einfach auch wieder mehr denken. Bei dieser sehr berühmten Persönlichkeit, Homer Simpson, ja, sehr bekannt, kommt jede Woche im deutschen TV, denkt jeder dran, dass der Schlafapnoe hat. Warum? Er hat auch Schlafapnoe, es ist bewiesen. Er wurde sogar versucht, mit CPAP zu behandeln, das hat nicht geklappt. Die haben den Schlauch vom CPAP sogar in den Hals gesteckt, auch das hat nicht funktioniert. Von daher hat seine Frau zu Hause gemacht. Gibt es auch Video, sehr amüsant. Ja, aber er hat das typische Problem unserer Patienten, dass wir auch nicht schönreden können. Er hat die falsche Ernährung. Ja, er trinkt gern so ein bisschen das falsche Getränk und er ist eben deutlich zu klein für sein Gewicht. Ja? Und nebenher arbeitet er übrigens an einem Kernkraftwerk. Von daher also, da freut man sich, wenn jemand schwere Schlafapnoe hat. Ne? Was übrigens spannend ist, wenn er Gewicht abnehmen würde, würde ich behaupten, hat er trotzdem weiter schwere Schlafapnoe. Warum? Hat er eine ausgeprägte Retrognathie? Der Atemweg ist schon am Tag eng. Das heißt, wenn der abnimmt, behält er seine Schlafapnoe. Ja? Aber die meisten können sie, zumindest 50%, können sie deutlich verringern, was am Gewicht machen. Aber wenn Sie so einen Patienten im Sprechzimmer sehen, eines Hausarztes, der sozusagen mit der Sportbild sozusagen leicht schnarchend im Wartezimmer sitzt, ja, da denkt jeder dran. Ja, da denkt jeder dran, dass der Patient obstruktive Schlafapnoe hat. Aber es ist eben nur ein Bild. Das Bild, wo es häufig übersehen wird, wo wir viel gerade auch in der Forschung machen, gerade in Blaubeuren machen wir eine große, größere Frauenstudie gerade zu Schlafapnoe und Frauen, ist diese Patientin, ja, eigentlich schlank in den Wechseljahren, Wechseljahrbeschwerden, die dann alle auf die Wechseljahre geschoben wird, weil sie ist müde, sie schläft nachts schlecht. Ja? Und wir wissen, dass das auch ein häufiger Typ ist, der obstruktive Schlafapnoe hat. Die Beschwerden sind eben Ein- und Durchschlafstörungen, vor allem morgendliche Kopfschmerzen und eher depressive Stimmung. Damit landen sie beim Neurologen, nicht beim Schlafmediziner. Ja? Und das ist ein Problem. Da müssen wir darauf hin, dass wir diese verschiedenen klinischen Typen kenntlich machen und dass die Leute dann auch verstehen, dass dahinter auch Schlafapnoe stecken kann. Und es gibt neue Daten, die wollte ich mal zeigen. Jetzt gucken wir uns das Schaubild an. Das sind hier Bevölkerung aus Amerika und das hier sind verschiedene Altershäufigkeiten für Erkrankungen. Das ist KHK, das hier ist Arrhythmien und das ist Typ-2-Diabetes. Und Sie sehen, das nehmen wir die Patienten aus der allgemeinen Bevölkerung ohne Schlafapnoe, das sind sie mit. Und wir sehen, dass natürlich bei Schlafapnoe die Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich häufiger sind, aber männlich dominiert. Ja, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen scheinen mehr ein Problem der Männer zu sein, kann damit zu tun haben. Männer haben bei Schlafapnoe mehr Sauerstoffmangel als Frauen. Die haben längere Atmungsstörungen mit mehr Sauerstoffmangel, was mehr die Herz-Kreislauf-Komponente triggern kann. Während Frauen haben eher kürzere Atmungsstörungen, weniger Sauerstoffmangel, aber mehr Schlaffragmentierung. Und wir lernen immer mehr, dass Schlaffragmentierung schlecht für die Kopfgesundheit ist. Ja, und deshalb ist es auch die erste Arbeit, die jetzt zeigt, dass vor allem, Sie sehen hier ist die Depression, auch eine Volkserkrankung. Und Sie sehen hier, dass vor allem bei jungen Frauen, die Schlafapnoe haben, die Depression extrem häufig ist. Also die Kopfgesundheit scheint bei Frauen schlechter zu sein, die Schlafapnoe haben, im Vergleich zu Männern. Das, was wahrscheinlich mit den verschiedenen Mechanismen zu tun hat. Aber es ist einfach wichtig, schon bei prämenopausalen Frauen mit zumindest therapierefraktärer Depression und schlechtem Schlaf sollte man mal an Schlafapnoe denken. Ja? Gehen wir zur Therapie, zu den Therapieansätzen. Was wir da machen können sozusagen. CPAP funktioniert hervorragend. Ja, wir wissen, CPAP ist jetzt 35 Jahre alt, also eigentlich noch recht jung. Aber wir wissen, das kann eigentlich sehr gut helfen, weil es mechanisch das Problem lösen kann. Ja. Wir müssen es aber auch klar machen, es gibt nicht eine Therapie, die immer bei allen Menschen wirkt. Das gibt es einfach nicht. Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Man kann nicht sagen, nur weil jemand mit einer Maske nicht zurechtkommt, gibt es sich keine Mühe. Es gibt genügend Patienten, die sich Mühe geben, wo das nicht geht. Und wir müssen uns einfach klar überlegen, wen können wir mit der Maske erfolgreich behandeln? Das sind sicherlich 2/3 der Patienten aus meiner Sicht, aber wir brauchen auch andere Therapieansätze. Das ist einer unserer Patienten, der jung war. Ja, Sie sehen, hier ist er vor der Unterkieferosteotomie, hier ist es nach. Ja, Sie sehen, wie der Atemweg vorher eng war, wie er nachher weit ist. Ja, der Patient hat sein Schlafapnoe-Problem verloren. Ja, und es gibt Patienten, die dafür in Frage kommen. Eventuell auch Patienten, die wir gar nicht sehen, weil sie uns als Schlafmediziner gar nicht sehen, weil sie sagen, ich will von Ihnen ja keine Maske, deshalb komme ich nicht zu Ihnen. Ja, da, glaube ich, müssen wir hinkommen. Es gibt die Schienen. Ja, ein Riesenreizthema in Deutschland, weil nebenan in Frankreich werden sie von den Sozialversicherungssystemen übernommen, in Deutschland nicht. Ja, obwohl sie eigentlich für die meisten Patienten fast, die gewisse Kriterien erfüllen, eine ähnliche Wirkung haben wie CPAP, wie die Maske. Vor allem bei schlanken Patienten mit nicht so hohem AHE, muss man sagen, ist die Wirkung zum Beispiel auf den Blutdruck die gleiche. Der Hintergrund ist der, dass diese Schienen haben zwar etwas mehr noch Atmungsstörungen, lassen die übrig. Ja? Aber die Patienten tragen sie länger. Die meisten Patienten nehmen ihre Maske bis morgens,
bis sie aufs Klo müssen einmal und dann schläft die Maske noch eine Stunde und der Patient schläft noch eine Stunde. Das ist eigentlich genau die Stunde, die wir gerne hätten, weil in der Stunde ist Traumschlaf sehr häufig und im Traumschlaf ist die Schlafapnoe am schlechtesten und das scheint einer der wichtigsten Punkte zu sein für die Schlafapnoe-Therapie. Und da schlafen die meisten Patienten ohne Maske wieder, ja, während da hätten wir sie gerne mit. Die Schiene bleibt drin. Ja, die spuckt keiner nachts ins Klo und sagt, ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, von daher, das kann einen Unterschied machen. Ja. Das andere, was viel diskutiert wird, sind diese Schrittmacher. Ja, es ist, und da wird viel darüber diskutiert, das ist ein sehr polarisierendes Thema, sollte man für eine Erkrankung wie eine Schlafapnoe eine invasive Therapie vorhalten. Ich persönlich bin froh, dass wir eine weitere Therapieoption haben. Natürlich müssen wir lernen, wie wir sie einsetzen. Ja, aber es ist zumindest eine weitere Therapiemöglichkeit. Aber auch hier müssen wir lernen, weil die Medien haben das ja, also das ging ja durch die Printmedien wie nichts. Ja? Und man dachte, das ist sozusagen die neue Lösung für alle, ist es nicht. Aber wir müssen eben auch lernen, damit umzugehen. Die Therapie ist ja teuer, deshalb müssen wir auch gucken, für wen wir sie einsetzen. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dann zeigt diese Studie, die da gemacht wurde, es wurde ja vorher gesagt, ich mache viel mit Studien, da muss ich auch ein paar zeigen. Von daher, also Sie sehen, von diesen 126 Patienten haben 83 eigentlich ganz gut reagiert und haben den AHE unter 20 gekriegt. Manche sogar unter 10, ja, was so unser Ziel ist. Aber es gab auch ein Drittel der Patienten, da hat die Therapie gar nichts gebracht. Ja, obwohl diese Patienten vorselektioniert sind mit einer Schlafendoskopie, wo man die Patienten sozusagen schlafen legt am Tag und reinschaut, wie der Atemweg kollabiert. Also hier müssen wir eben auch noch genauer herausfinden, welcher Patient kommt für die Therapie in Frage. Aber es ist gut, mehr Möglichkeiten zu haben, diese große Zahl an Patienten ordentlich zu behandeln. Ich will Ihnen zum Schluss noch zwei neue Sachen zeigen. Und zwar, wohin wir von der Forschung auch her, von der Strategie her denken, wohin auch die Firmen denken sozusagen. Das eine ist, wir versuchen immer mehr herauszufinden, warum manche Patienten ansprechen, warum andere nicht. Das ist die Analyse einer Bluthochdruckstudie. Sie sehen, hier ist der Bluthochdruckabfall und hier ist die Nutzung des CPAP-Geräts. Und Sie sehen, das ist auch in unserer klinischen Routine so. Wir sehen Patienten, die nutzen ein Gerät 3 Stunden, denen geht es deutlich besser. Und auch zum Beispiel der Blutdruck geht weiter runter. Es gibt andere, die nutzen es 8 Stunden, denen geht es nicht besser. Ja, obwohl wir keine weiteren Komorbiditäten finden. Das heißt, es muss irgendwelche spezifischen Typen geben, die gut auf so eine Therapie ansprechen, andere weniger. Ja, eine Idee von mir persönlich ist, die wir bisher nicht umsetzen können, das kann die Erkrankungsdauer sein. Wenn jemand 20 Jahre Schlafapnoe hat, dann sind die Gefäße einfach steif und vielleicht reagieren sie einfach nicht mehr. Aber wir haben keinen Marker für die Erkrankungsdauer, ja, außer vielleicht getrennte Schlafzimmer zu Hause. Das ist eigentlich der einzige Marker, den wir sozusagen richtig gut haben. Aber es gibt jetzt erst die Untersuchung von meinem Freund und Kollegen Ferran Barbé in Lleida, Spanien. Die haben sich genetische Informationen angeschaut und haben da so eine Art, man nennt es Heatmap gemacht. Und lange Rede, kurzer Sinn, die sind in der Lage, anhand von 3 Blutmarkern, die im Moment noch in der Forschung sind, vorauszusagen, ob der Blutdruck abfällt oder nicht. Wenn er dann aber abfällt, dann fällt er um 10 mm Quecksilbersäule ab. Bei den anderen fällt er nicht ab. Von daher, vielleicht kriegen wir in Zukunft auch, wie zum Beispiel in der Tumortherapie oder auch zum Beispiel bei der Behandlung der Herzinsuffizienz, Biomarker im Blut, mit denen wir die Patienten besser steuern können. Und das Letzte ist mir ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema. Ich mache jetzt über 20 Jahre Schlafmedizin, aber bei dieser P4-Medizin steht auch eben dieses Participate drin. Die Patienten haben sich seit Jahrzehnten gewünscht, dass sie an ihrer Therapie teilhaben können, so wie ich meinen Blutdruck selber messen kann. Die ersten Firmen haben jetzt Systeme auf den Markt gebracht, wie wir in der Lage sind, dass der Patient seine Therapie auch selber monitoriert, dass er selber in der Lage ist, zu schauen, habe ich das gut gemacht? Und wenn er es nicht gut gemacht hat, dass er Hilfestellung kriegt, wie das geht. Viele Schlafmediziner sind da sehr skeptisch, weil sie sagen, oh Gott, dann ruft uns jeder an, wenn er eine schlechte Nacht hatte. Wir sehen das nicht bei uns. Wir sehen, dass die Nutzung hochgeht der Geräte, weil der Patient ein besseres Feedback und eine bessere Betreuung kriegt. Und er kann sich selber managen, was einfach das Ziel der modernen Medizin ist, das Selbstmanagement der chronischen Erkrankung des Patienten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze der Zeit einen Einblick geben, wo wir versuchen hinzugehen mit dieser neuen Wegen in der Schlafapnoe-Therapie, sowohl mit der Diagnostik als auch mit der Therapie. Und ich hoffe, Sie sehen, wir gehen mit dem Problem ernsthaft um, wir wissen, was die Probleme sind, aber wir brauchen Weiterentwicklung, um die richtige Versorgung sicherstellen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.